Hallo Leute und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Wir machen jetzt weiter mit dem Film Fusionserneuerung. Wo im Jenseits? Das ist halt der Chanemba-Film, falls ihn jemand kennt. Eigentlich sollte es aber jeder Dragon Ball Z-Fan nämlich kennen. Fusionserneuerung und das ist Gogeta. After the battle with Majin Buu, Goku was continuing his training in other world. When disaster struck and a freak accident gave rise to the evil monster Chanemba. Chanemba's influence brought the worst villains who ever lived back to Earth, throwing the world into chaos. The Sea Fighters have waged a desperate battle across the dimensions in an effort to stem this tide of destruction. But in order to defeat Chanemba, the two ultimate warriors will once again be forced to use the fusion technique. Ja. Davor war's Vegeto, jetzt ist es Gogeta. Und ja. Fangen wir auch gleich an. Weltkampf? What? Weltkampf? Ach ja, stimmt, bei Gohan. Im Jenseits gab es ja dieses Turnier. Trouble was brewing for King Yama. Meanwhile, Goku and Paikon faced off in the other world tournament. Goku, I'm ready to settle this. Me too, Paikon. Okay, kämpfen wir gegen Paikon. Das wird jetzt nicht gerade das sonderliche große Problem sein mit Son Goku, da ich ja auch den Dreifachen mich verwandeln kann, wenn ich den überhaupt brauche. Achso, ist ja normaler Weltkampf sogar. Nerv nicht. Und tschüss, Paikon. Ja, sag ich ja, sonderlich schnell dauert das auch nicht. Yeah, wir haben Paikon freigeschaltet. Yippie, ja, yay. Den werden wir auch übelst brauchen. Kommt glaub ich sowieso nur in dem Film hier vor. Bei Gohan gibt's in den richtigen Manga nämlich gar nicht. In the midst of their fierce match, disaster struck. Huh? What's that? Suddenly, King Kai appeared to warn them that King Yama was in grave danger. King Yama? Then this probably isn't the best time to finish our match. It can't be helped. Let's go, Goku. Ja, weil im Manga kommt er gar nicht vor, der Paikon und so weiter kommt, gibt's ja hauptsächlich wegen der Fille-Episode, die ja nach Cell-Saga gekommen ist zwischen Majin Buu-Saga. Satan City. What? Ups, wieso bin ich überhaupt Satan City gerade gegangen? Da war gar nicht der rote Punkt, glaube ich, gell? Shit. Ja, Gottes Willen. Habe ich mich jetzt gerade echt vertan. Ich dachte gerade, das war doch der große Gottesversteck halt. Beim Palast da oben, Gottes Palast. Weil im dritten Teil haben sie extra die eine Welt gemacht, wo Gimman gegen Chanemba kämpft. So, Goku und Paikon eilen gerade Emma Dayo zur Hilfe, als Chanemba sie abpasst. Paikon, leave this to me. You take care of King Yama. Right. Do your best, Goku. Chanemba! Wow! His energy is amazing! This is gonna be intense! Ich finde es voll witzig, dass sie halt, dass sie den ganzen lustigen Teil einfach rausgehauen haben. Weil normalerweise streiten sich Paikon und Son Goku ja so mega stark, wer gegen Chanemba kämpft, und Chanemba entscheidet sich ja dann für Son Goku. Und dann gibt's ja die eine Abwehr, die... Ach ja, stimmt, Chanemba ist ja wieder so ein großer Gegner. Ja, die hasse ich einfach nur. Und dann gibt's ja diese Barriere, wo immer Dayo gefangen ist, und die kann man nur durch Beleidigungen dann öffnen. Also beziehungsweise dann zerbrechen.
Alter. Shit, Chanembo, du gehst mir echt auf den Sack. So, zweifacher. Ja, jetzt sieht schon besser aus. Gleich bin ich sogar dreifacher. Ah, shit, geht ja nicht. Ah. Ach, schon wieder so stark, dass ich wieder... Ah. Okay, dann machen wir eine andere Taktik. So, jetzt sind wir bei der untersten Etage. So, du Mongo. Alter, wie hat denn der mich doch noch da hinten gekriegt? Dafür ist doch sein Arm viel zu kurz. Oh shit, jetzt muss ich aufpassen. Ich habe ja gar nicht mehr so viel Leben. Ah, das hat sogar noch getroffen. Ja, okay, jetzt dreifache geht das schon wieder viel besser. Okay, jetzt kommt, ich muss doch mal den Superkamera hinkriegen. Ja, so wollte ich das haben. So, du Ratte. Und verrecke. Ja, flieg runter, du Fettsack. Ich glaube, es kommt gleich nochmal ein Kampf gegen Chanembo, dann nur, dass ich dann gleich der dreifache Super Saiyan bin. Glaube ich mal. Wobei, es kommt ja auch noch Son Gohan, seine dumme Kämpfe draußen in der richtigen, also auf der Erde, nicht im Jenseits. Das soll ja eigentlich darstellen, dass man im Jenseits ist. Umsetzung fail, aber was soll man da machen? Von Chanembas bizarrem Kampfstil überrascht, muss Son Gohan seine Taktik ändern. What are you? A wizard? No choice then. I've got to go all out and try to finish him off all at once. Son Goku ist bereit, mit voller Kraft gegen Chanembo zu kämpfen. Gleichzeitig sorgen die Bösewichter aus dem Jenseits auf der Erde für Chaos. Ah ja, genau, wenn ich mich recht erinnere. Ich weiß nicht, ob das bei Super C-17 ist oder ob das jetzt hier beim Film ist. Aber ich glaube, jetzt muss ich gegen alle behinderten Scheiß-Ding nochmal kämpfen. Nur halt als Great Saiyaman. Was so behindert ist. So behindert. Einfach nur behindert. Aber ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Vielleicht irre ich mich auch. Nein, ich irre mich nicht. Oh, shit. Während im Jenseits der Kampf zwischen Son Goku und Chanembo seinen Lauf nimmt, stellt sich der große Saiyaman den Bösewichten, die auf der Erde eingefallen sind. I'm just following orders. I'm supposed to crush everything inside. Well, that seems like as good a way as any to kill some time. Halt, you rapscallions! Who the heck are you? Evildoers, beware! I am the hero of justice, the Great Saiyaman! I'm here too! So he thinks he's a hero, eh? Let's give him a little dose of reality. Ich hasse es also. Ich glaube, jetzt kommt erst Sui und Salza. Ich weiß, dass die letzten auf jeden Fall Cell und Freezer sind. Ich weiß nur nicht, wer dazwischen nochmal kommt. Ich glaube, Bojack. Bojack und Kudo? Ne, Kudo kommt nicht mehr. Ah, egal, überraschen wir uns. Vielleicht noch ein paar dumme Handlanger mehr. So, erstmal der Great Saiyaman. So, Son Gohan, du bist mir nämlich echt noch lieber. Ach. Ja, Sui. Ich weiß, du bist eine Pissnecke. Aber gegen einen Super Saiyan hast du trotzdem keine Chance. Und wenn ich gleich Zweifacher bin, ist recht nicht mehr. Und so. Ja, im Prinzip ist der... Im Film ist es ja eigentlich nur so, dass kurz Freezer erscheint und kurz einen geilen Satz eigentlich bringt, weil es kommen ja so selten Ausdrücke vor. Aber das ist eine Sache, bevor ich South Park gesehen habe, was ich an Dragon Ball Z echt gefeiert habe, dass da echt ein paar Ausdrücke gekommen sind. Und dann sagt Freezer einfach,
Erteilt dieser kleine Missgeburt eine Lektion. Was schon irgendwie cool ist. Und im Originalfilm gibt's ja auch Hitler. Der wurde ja in der deutschen Fassung rausgeschnitten, aber ich kam erst nachhinein. Nicht sofort. Bin mir dabei jetzt ehrlich nicht mehr sicher. Auf jeden Fall habe ich mir damals den Manga gekauft. Es gibt ja für jeden Film auch noch einen farbigen Manga, der eigentlich im Prinzip das gleiche zeigt, was im Film ist. Und das sieht man ja Hitler. Weil Trunks und Son Goten kämpfen ja die ganze Zeit gegen Hitler. Und den seine Soldaten. Aber, ja, in der deutschen Fassung haben sie es halt rausgemacht. Naja, was soll man sagen? Oh, da fällt mir gerade was ein. Das könnte ja eigentlich mal auch ein paar Special-Attacken machen. Ich verklopp jetzt gerade diese Zeit so nur. Oh, shit. Nein, Salsa. Du verlierst. Ach ja, manche haben mich ja gefragt, wieso ich Energie verliere. Wenn man L2 drückt, dann hat man einen kleinen Vorteil, so viel Energie wird man hat. Beispielsweise, ich habe den Balken volle Kanne voll und mein Gegner hat nur einen ganz kleinen Streifen, dann verliert das so oder so, auch wenn ich nur ein bisschen drehe. Now you have witnessed the power of a great Saiyaman. Good job, Gohan. You're not bad. That voice. Don't tell me. Ja, Bojack. War doch echt Bojack. Ja, okay, dann kommt jetzt Bojack mit Xangnya oder wie die dumme Fotze heißt. Und danach kommt Cell und Freezer. Jeweils in ihre perfekte Form. Also Freezer in 100% Form und Cell natürlich in seine perfekt Form, da wo er auch die momentane Teleportation kann. Der große Saiyaman sieht sich einem allzu vertrauten Gegner gegenüber. Jack. Well, so you know who I am. And as a reward, I'll kill you. You get to fight me, little girl. No. Strong as she's gotten lately, Videl's not ready for a battle like this. Schön. Dann hör eigentlich auf, dich wie ein behinderter Superman zu verhalten und verwandle dich gleich in einen Zweifachen, du dummer Lappen. Bojack ist noch nicht mal verwandelt. Will ich mal erwähnen. So. Machen wir schon mal einen guten Anfang. So. Wer hätte gedacht, dass das wieder mal nicht klappt? Na egal. Super Saiyan Time. Und ich muss ja wieder erwähnen, das ist wieder so ein perfektes Beispiel, das Spiel total in die Länge zu ziehen. Hierbei finde ich witzig, dass man wieder bekommt. Ich meine, ich bin... Wer braucht denn bitte Videl bei diesem Kampf? Die bringt es doch eh nicht. Okay, ein schlimmeres Team wäre natürlich Videl mit Mr. Satan, dann würde ich heulen. Aber trotzdem. Und wieso ist überhaupt Bojack der erste Gegner? Normalerweise kommt doch immer zuerst die Handlanger. Ja, das hat nicht geklappt, hä, du dumme Fatze. Kann ich auch. Dumme Kuh. Hey, Böse, du dumme Kuh. Nein. So. Du willst noch eine richtige Mega-Attacke in die Fresse bekommen. Und das kannst du haben.
echt nur ein billiges Superkampf mehr. Jetzt bin ich leider echt leicht enttäuscht von dir, Son Gohan. Ich erwarte ja eh nie viel von dir, aber trotzdem, ich bin echt leicht enttäuscht von dir. Aber egal. So, 15 Minuten haben wir schon, okay. Aber allzu viel kommt ja nicht mehr. Is it finally over? Gohan, are you okay? Such a tacky outfit. I second that. Your fashion sense is terrible. Come on. Kurz nach dem Kampf mit Watchok und seinen Handlangern tauchen noch mehr Feinde auf. Der große Saiyaman steht zwei der größten Bösewichte aller Zeiten gegenüber. Okay, Freezer ist doch nicht auf 100%. Verstehe ich zwar jetzt nicht, aber egal. Aber auf jeden Fall ist Cell der perfekte Cell. Wo ich jetzt auch gleich kämpfen werde. Schon wieder. Erschöpft muss der große Saiyaman nun den ultimativen Duo des Bösen gegenübertreten. It would appear some very odd styles have become popular while we were away. Absolutely dreadful. Frieza! And Cell too? Oh my, we're honored that you know who we are. And finally, we have an opportunity to play a little. Darn, I'm worn out, but I have no choice here. Was ich jetzt echt ganz amüsant finde, ist einfach der Punkt. Okay, bei Freezer kann ich es ja noch verstehen. Aber wieso erkennt Cell nicht durch die Aura eigentlich, dass das Son Gohan ist? Was ich eigentlich lustig finde beim Originalfilm, also im Anime, wieso man eigentlich Cell gar nicht auftauchen gelassen hat. Dann haben sie einfach weggelassen. Ich meine, er ist ja nur einer der größten Kämpfe gewesen überhaupt. Und ich meine, Son Gohan hat es auch nur ganz leicht als zweifacher Super Saiyajin geschafft. Und er ist ja in dem Film nicht gerade viel stärker. Ach ja, was am Anfang an gelabert worden ist, dass dich ja nach Majin Buu sein sollte, ist totaler Schwachsinn. Einfach aus dem Grund, weil Son Goku da noch tot ist. Das geht ja nämlich gar nicht. Son Goku stirbt nämlich daran nachher nicht. Okay, ich muss aber auch ehrlich zugeben, nachdem jetzt ja auch eine neue Dragon Ball Z-Serie kommt, weiß ich gar nicht, was sind die, dass sich noch dazwischen pumpen, um das irgendwie noch ins Richtige zu ziehen. Also, um die ganze noch schön reden. Nein, verdammt, ich habe Great Saiyaman Club gedrückt, gell? Oh, ich Vollidiot. So, jetzt zweifacher. Ah, Psychokinese. Hey, diese scheiß Noob-Kack-Dreck da. Ich hasse das einfach nur. Verpiss dich. Oh, Freezer. Hier. Leck mich. Da, küss die Wand. Arschloch. Und hier, meinen Fuß kannst du auch mal küssen. Ah, komm doch nochmal her. Ach, jetzt musst du auch Energie aufladen. Verpiss dich. Ah, der böse Finger. Da. Hättest du jetzt nicht gedacht, dass ich jetzt vor allem rase, hä? Oh, Cell, du jetzt auch noch. Gerade du. Und der fängt schon mit der Kacke schon wieder an. Die Ione über dumme Todesstrahle. Behinderte. Ah, das ist ja gleich wieder aufgestanden. Aber Cell. Du Pissecke. Ah, dass der immer gleich wieder aufsteht. Dank Explosionswelle konnte ich das jetzt irgendwie noch ein bisschen retten. So, fahr zur Hölle, Cell. Da. Hoffentlich schmeckt dir das Kamera mehr. Okay. Jetzt aber ehrlich, Schluss mit Son Gohan. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Ich will jetzt, denke ich mal, wieder Son Goku haben. Oder Vegeta. Oder Gogeta. Macht für mich keinen Unterschied. Oh man.
I really am worn out. Gohan, great job! You are so awesome! Oh, come on! Irgendwie hat der große Saiyan die böse Macht besiegt, die die Erde bedrohte. Son Goku hat in seinem Kampf mit Chanembe indessen sehr viel größere Schwierigkeiten. Ah, ich glaube, jetzt ist das schon der neue Chanembe. Nicht mehr der fette. Sondern der dünne mit dem Schwert. Und der ist echt fotzig. Aber hey, wir sind gleich dreifache Son Goku. Allein das finde ich schon cool. So, Goku hat diesen Kampf mit Chanembe nicht leicht und wird zum Super Saiyan 3. You know, after Majin Buu, this is only the second time I've had to go this far. Let's finish this. Ach ja, habt ihr eigentlich mal Ding gesehen? Battles of Gods? Den Film fand ich am Anfang an echt, nämlich, wo ich ihn angeguckt habe, fand ich die ersten paar Minuten so mega scheiße, weil Son Goku überheblich war. Ich meine, außer als Vegeto und als vierfache Gogeta, was ich mal jetzt nur halbwegs sehen darf, weil eigentlich gehört KT nicht wirklich zur Dragon Ball Geschichte, weil das einfach nur einfach so erfunden worden ist. Nicht von Akira Toriyama, der hat ja nur das Design gemacht. War Son Goku noch nie überheblich. Also mindestens nicht als erwachsener Son Goku. Als kleiner, ja okay, da muss man zugeben, das hat er ein, zwei Male hingebracht, beispielsweise gegen Popo. Hey, ich hab Piccolo umgebracht. Der Popo, du Schwächling. Wobei ich es echt trotzdem witzig finde, dass Popo... Dass Popo und eigentlich Gott... logischerweise... eigentlich stärker ist als King Piccolo gewesen. Ich verstehe da zwar nicht ganz den Sinn, ups, Chanembe, sorry, ich hab's irgendwie jetzt beim zu viel Labern nicht mitbekommen, dass du kein Leben mehr hattest. Sorry, aber du warst mir halt überhaupt keine Herausforderung gerade. Deswegen war ich ein bisschen gerade abgelenkt eher auf mein Gelaber. Was wollte ich jetzt sagen? Egal. Gerade als es scheint, als wäre Chanembe besiegt, sammelt sich eine böse Energie. Was mag das bedeuten? Ja genau, gegen Mr. Popo. Da war er auch noch überheblich. Aber sonst, eigentlich ist Son Goku nicht überheblich. Eigentlich schon besiegt taucht Chanembe. Shit. Entschuldige. Boah. Eigentlich schon besiegt taucht Chanembe in einer neuen, mächtigeren Inkarnation auf. Ja, yeah, jetzt hat Chanembe nämlich den gleichen Wortschatz wie Broly. Ja, wobei Broly ja mindestens Kakarot sagen kann. Ah, aber Chanembe kann seinen eigenen Namen sagen. Chanembe! Ob ich gegen den jetzt mehr Probleme haben werde, das weiß ich gar nicht. Alter, ich das Schwert hasse einfach noch. So, Chanembe. Mein Vorteil ist einfach nur, dass ich mich jetzt nicht mehr verwandeln muss. Ah, wie dumm ist denn das jetzt gewesen? Nein. So. Super Explosionswelle. Oh, shit. Shit, 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 shit. Mama. Haha. Verarscht. Ah, verdammt, er ist schon tot. Ey, nie komme ich zu Drachenfaust machen. Meine Fresse, ich will doch nur einmal Super Dragon Fest machen. Ja, vielleicht gegen Hildegard. Da war es mindestens eine Story. Ja, Story belastet. Ja, storymäßig tot. Story Kill. Irgendwie so. Son Goku wird durch Super Chanembe verletzt und verliert seine Super Saiyajin dreifachen Form.
doesn't look good. What are you whining about, Kakarot? Son Goku akzeptiert seine Niederlage schon, als ein unerwarteter Verbündeter erscheint. Oh Gott, das wird wieder eine halbe Stunde Part, war, wie ich sowas liebe. Kann ich jetzt nicht gleich Gogeta haben? Aber nein, ich muss jetzt noch mit Vegeta kämpfen. Son Goku steht kurz davor, von Super Trunks besiegt zu werden, als Vegeta auftaucht. Vegeta hat seinen Körper wieder und schließt sich Son Gokus Kampf an. King Yama's doing. It's been a long time since I've been at full power, you freak. Ach ja, wisst ihr, wie man den Kampf jetzt eigentlich nur zusammensetzen kann, storymäßig? In der Zeit, wo Son Goku tot ist und Vegeta gleich nach fetten Buu gestorben ist. Und in der Zeit ist das nur möglich. Was halt eigentlich keinen Sinn macht. Oh, mit Vegeta ist das aber echt wieder so viel angenehmer zu kämpfen. Das ist unglaublich. Vegeta geht echt voll leicht aus von der Hand her. Ich glaube, ich bin aber noch kein Zweifacher. So. Pissnicke. So. Und Chanemba schon tot. Das hat jetzt nicht mal eine Minute gedauert, glaube ich. So. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht noch mit Pai Gohan gegen Chanemba kämpfen. Mir reicht das nämlich jetzt langsam. Ich will jetzt eigentlich nur noch mit Gogeta kämpfen, dann bin ich fertig mit der Story. Auch Vegeta ist chancenlos. Wer hätte es gedacht? Die Saiyajins müssen sich zurückziehen. Darn it! There's got to be a way to beat him! There's one way, the fusion technique! What? No way! I'd rather die than fuse with you! Vegeta! Do realize you're already dead, right? Anyway, I can't fuse with you. Stirb bis zum Ende, denn für Vegeta die Fusion ab. Kann schon immer anders besiegt werden. Och, ich glaube, ich muss echt mit Pai Gohan noch eine Runde gegen schon immer kämpfen. Ach, fick die Hände, Mann. Wie ich das hasse. Immer das, immer so in die Länge ziehen. Endlich vergisst Vegeta seinen Stolz und erklärt sich zur Fusion mit Son Goku bereit. Pai Gohan versucht, der Saiyajins Zeit für die Fusion zu verschaffen. Goku, leave this to me. Hurry up and fuse. Okay, thanks, Pai Gohan. This is as far as you go. Ach, halt die Klappe, Pai Gohan. Jetzt muss ich dir Pisser auch noch was geben. Gesundheit. Ach, ich gebe dir gleich nochmal Gesundheit. So kannst du mir auf jeden Fall erstmal nicht verrecken. Habe ich Angriff noch? Ja, passt. Okay, mehr kriegst du nicht. Ich zock dir das eh gleich wieder ab, Pai Gohan, weil du kommst nie wieder vor. Och, wie mich das jetzt gerade nervt. Wieso muss ich jetzt mit Pai Gohan auch noch spielen? Der hingegen spielt sich so mega kacke. Kann er eigentlich mindestens den Sidekick? Ich hoffe vielleicht, wenn er das kann, ist er mindestens ein bisschen nützlich. Nein, das kann er natürlich nicht. Pestnecke. Oh, er ist wieder einer von denen, der einfach zu langsam ist. Egal, Brandschuss. Boom. Boom. Wow. Erstaunlich, oder?
Hyper Tornado. Ah, ich habe keinen Bock jetzt zu drehen. Bin ich echt ehrlich, ich bin da echt jetzt zuvor gerade. So. Jetzt kann ich eigentlich mit Gogeta kämpfen. Der Kampf dauert zwar auch nicht viel länger, aber... Hauptsache ich bin fertig. Wieder ein fucking halbe Stunde Part. Obwohl Pagohan tapfer kämpft, kann er den mächtigen Chanemba nicht lange aufhalten. Doch der kurze Moment reicht zum Goku und Vegeta, um den ultimativen Krieger zu formen. Was lustig ist, dass halt hier im Spiel jetzt schon wieder die Version verpeilt wird, einfach weggelassen wird, weil eigentlich macht Son Goku und Vegeta die erste Fusion nämlich falsch und werden zu einem fetten Gogeta. Endlich haben Son Goku und Vegeta die Fusion geschafft. Das Resultat der Krieger Gogeta bereitet sich auf den letzten Kampf vor. Mit Chanemba vor. Ah fuck, da fällt mir jetzt ein, dass ja noch so ein behinderter scheiß Freundschaftskampf noch kommt, glaube ich. Zwischen Vegeta und Son Goku. Oh, was wieder total gar nicht stimmt. Och, genau das meine ich mit in die Länge gezogen. Ich hasse es einfach nur. Oh, Chanemba, tut mir leid, aber ich habe jetzt einen Zorn. Wo ist denn der? Oh, da haben sie. Mir fällt gerade auf, dass der normale Gogeta ziemlich behindert ist. Memo an mich selbst, nie wieder feine Flash machen mit Gogeta. Super kann man machen, geht sogar. Okay, man muss aber auch zugeben, man zieht aber dafür viel ab. Ja, sorry, Chanemba. Aber ich zeig heute kein Mitleid. Jetzt hat das wieder nicht getroffen. Ah. Bei hin oder her, ein 40-Minute-Part. Das lasse ich nicht zu. So lange brauche ich nicht für einen Film. Er leckt. Also wer das letzte Mal bis hier jetzt angeguckt hat, der hätte sich theoretisch eigentlich auch den Film gleich angucken können. Chanemba kann Gogetas enorme Macht nicht standhalten und wird vernichtet. Amadeo kehrt auf seinen Thron zurück und die Welten leben wieder in Frieden. Ja, echt, dieser Kack-Freundschaftskampf jetzt auch noch. Das ist so unnötig. Thanks to Goku and Vegeta, order was once again restored to Otherworld. But after the battle, Vegeta once again found himself without a body. Vegeta, you lost your body again? So what? You can take your body and jump off a cliff. At that moment, King Yemma intervened. Hey, King Yemma, you okay? Because the two of them had rescued him, King Yemma presented Vegeta with a reward. Good for you, Vegeta. Now we can fight all we want. As you wish, Kakarot. Don't expect a thank you, Yemma. Ja. Dummer Freundschaftskampf. Ich glaube, der nächste Film ist dann Hildegard. Ich hoffe's. Aber ist eigentlich das Einzige, was noch mit Dragon Ball zu tun hat, eigentlich. Aber wieso zum Teufel ist eigentlich Vegetas seine Klamotten wiederhergestellt worden und zum Goku seine nicht? Der hat wieder diese Kack-Ausrüstung, wie ihr wahrscheinlich seht. Jedes Mal, wenn er Garlic Home macht, verliert er seine ganze Energie. Würde mich aber trotzdem treffen, wenn ich Abwehr mache. Das hasse ich voll.
wundert gerade aber, dass Vegeta sich gar nicht verwandelt. Genau das habe ich gemeint. Und ich vergesse das meistens auch immer. Nein! Oh, Himmel, Arsch und Zwirn, jetzt gehst du mir auf den Sack, Vegeta. Nein! Ich will doch immer... Na, jetzt verwandelt er sich. Oh, scheiße, der hat ja mehr Leben als ich. Aber ohne Witz, du fährst diesmal zur Hölle. Fahr zur Hölle, Vegeta. Dann musst du halt jetzt die Drachenfaust spüren, ist mir egal. Hauptsache, du verreckst jetzt. Boah, ich hasse das, wenn die dieses Kack-Item ausgerüstet, haben. Das ist so eine Rotzkacke. Oh, Zorn des Drachens. Ja, das müsste Hildegard sein. Bei Drachenfaust. Oder? Zorn des Drachens. Habe ich irgendeinen Film vergessen? Biokämpfer gibt's nämlich nicht. Egal, sehe ich gar gleich. After enjoying themselves for a short time, they finally had to part ways. Thank you, King Yemma. Kakarot, I will never fuse with you again. Lüge. See you later, Vegeta. Yeah, much later. Farewell. And thus, another crisis safely averted. Life returned to normal. Okay, Leute, das war's dann jetzt mit diesem Film. Fertig mit Janemba. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie gesagt, wenn jemand bis hier noch da geblieben ist. Ja, Hildegard, okay. Wer bis hier noch da geblieben ist, hätte eigentlich auch ruhig den Originalfilm angucken können. Aber egal. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss.